Hallo ihr Lieben, heute betrachten wir aus dem keltischen Baumhoroskop die Birke. Sie gehört zu den besonderen Bäumen und steht unter dem Begriff das Schöpferische. Die Birke gehört zu den Bäumen, die das alleinige Geburtsdatum haben. Nur der 24. Juni ist für sie zuständig, bedingt durch den kalendarischen Halbjahreswechsel im keltischen Mondkalender. Die Birke ist der Baum für das Neue, den Aufbruch, das Licht und verkörpert die Jugend mit der Sinnlichkeit und Freude und gilt als schöpferisch, was auch auf die Birke Menschen zutrifft. Die Birke zeigt sich in Schönheit als schlanker, zarter Baum. Auch das trifft auf den Birke-Menschen zu. Sie sind sehr liebenswürdig und mögen die Ungebundenheit. Sie sind anspruchslos und verabscheuen proletenhaftes Benehmen. Sogar im Essverhalten zeigen sie ihr vornehmes Verhalten, da sie sich nie auf üppiges Essen stürzen oder maßvoll trinken würden. Die Birke wächst überall auf der Welt in Gottes Natur. Umstände und Klima sind ihr völlig egal. Die in diesem Zeichen zugeordneten Menschen sind in ihrer Einstellung grundsätzlich positiv und bringen in jeglichen Situationen Licht ins Leben. Von ihrer Umwelt wird das gern als positiv und hilfreich angenommen. Aggressiv werden sie nur in traurigen oder stressigen Lebensphasen. Und dann sind die negativen Reaktionen zu erkennen. Birkegeborene leben ihr Dasein in Leichtigkeit. Sie sind praktisch denkende Individualisten. Durch ihre leistungsorientierte Denkweise meistern sie schwere und knifflige Arbeiten oder Situationen. In der Gesellschaft sind sie ein gern gesehener Gast. Wegen ihrer freundlichen, charmanten Art öffnen sie die Herzen der Menschen. Beruflich sind sie sehr intelligent, haben aber nicht den Drang, Karriere zu machen. Sie sind zufrieden mit dem, was sie haben. Im Liebesleben sind sie sehr leidenschaftlich und treu. Eine Partnerschaft kann somit sehr, sehr glücklich sein. Das ist also der zarte, liebenswürdige Birkegeborene. Als nächstes geht es dann weiter mit dem Apfelbaum. Bis dahin, alles Liebe. Eure Deria.